Wir gehen jetzt los zur spontanen Demo für den ESM. Okay, und aus ein paar anderen Gründen. Die erkläre ich euch später. Muss jetzt noch durch die einzelnen Bundestage der einzelnen Länder. Aber wer weiß, was für Gesetze in nächster Zeit erlassen werden, dass das dann nicht mehr nötig ist. Marseille, kommst du bitte zur Demonstration? Marseille, reihen Sie sich bitte ein. Nicht nach toten Kindern. Oh, lecker. Schlechten Arbeitsbedingungen. Kinderarbeit, ja. Ich hab grad... Du musst es ja haben, Fräulein. Es ist mir einfach auf den Boden gefallen. Warst du bei Josef Ackermann? Ich hab fast verloren. Ist egal, druck neue. Zweck des ESM ist es, Finanzmittel zu mobilisieren. Das Grundkapital beträgt 700 Milliarden Euro. Die ESM-Mitglieder haben hiermit unwiderruflich und bedingungslos zu bei Anforderungen jeglichen gemäß vorliegenden Absatz durch den geschäftsführenden Direktor an sie gerichteten Kapitalabruf binnen 7 Tagen nach Erhalt dieser Anforderung nachzukommen. Änderung des Grundkapitals. Der Gouverneursrat kann die Änderung des Grundkapitals beschließen und Artikel 8 und Artikel 2 entsprechend ändern. Dieser Beschluss tritt in Kraft, sobald die ESM-Mitglieder die Verwahrstelle über den Abschluss ihrer geltenden nationalen Verfahren in Kenntnis gesetzt haben. Rechtsstellung des ESM, Immunitäten und Vorrechte. Der ESM besitzt volle Rechtspersönlichkeit. Er verfügt über volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit für das Anstrengen von Gerichtsverfahren. Der ESM kann klagen, aber nicht verklagt werden. Alle Beteiligten genießen Immunität. Der Gouverneursrat wurde nicht gewählt. Wollt ihr den ESM? Der ESM schafft nachweislich die Demokratie ab. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Ihr haftet mit eurem privaten Geld für die Verschuldung von Staaten und Banken. Schafft den ESM ab. Der ESM schafft sonst die Demokratie ab. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Ihr haftet mit eurem privaten Geld für Staaten und Banken, die pleite gehen. Der ESM wurde bereits vom Europaparlament durchgewunken, nahezu unbemerkt von den öffentlichen Medien. Bitte informiert euch jetzt per Internet über den ESM. Der ESM ist ein europäischer Stabilitätsmechanismus, der von dem Europaparlament bereits durchgewunken wurde. Sei dabei! Occupy! Sei dabei! Occupy! Revolution! What solution? Revolution! What solution? Revolution! What solution? Revolution! Wollt ihr einmal Dankeschön sagen für die Polizei? Dankeschön! Da kauft weltweit alle Wasservorräte auf und privatisiert sie. Coca-Cola hat 23 Auftragsmorde herausgegeben. Das alles sind Fakten, allesamt bezahlt von den 147 Großkonzernen, Gesellschaften und Banken, die sowieso schon die gesamte Welt unter Kontrolle halten. Ich bin heute hier, um euch zu erklären, dass die Demokratie nicht nur in Deutschland, nicht europaweit, sondern weltweit abgeschafft wird. Dazu kommt, ihr solltet nicht nur an heute denken, sondern denkt an eure Kinder und an deren Kindeskinder. Sollen die später mal leben? In der Welt finden bereits Massenproteste und Aufstände statt. Wir sind nicht die Einzigen. Es gibt weltweit Millionen von Menschen, die nicht mehr akzeptieren wollen, dass sie aufgrund von Kinderarbeit und schlechten Arbeitsbedingungen hierzulande billig Produkte kaufen. Lässt es sein, dass ihr weitergeht und euch das nicht interessiert. Leute, es geht nicht um eure Zukunft. Hört doch mal bitte zu. 11.02. machen wir wieder eine öffentliche Assemblea. Wir laden jeden herzlich dazu ein. Nähere Infos könnt ihr bei uns im Camp erfahren, am Martin-Luther-Platz neben der Johanneskirche. Denkt darüber nach. Ihr solltet auf die Straße gehen. Es ist euer Land, es ist eure Welt und es sind eure Rechte, die gerade mit Füßen getreten werden. Die Demokratie schafft sich selbst.